kurze Info zwischendrin. Die Jungs und Mädels von Gamers Gears, das Logo, irgendwo da ist jetzt gerade eingeblendet, die bieten so ein paar Klamotten an, die ich persönlich ganz nice finde. Und ja, da gibt es einen kleinen Rabattcode für euch. 15% gibt es mal mit meinem Code, der jetzt hier irgendwo eingeblendet ist. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, da findet ihr nochmal alle wichtigen Infos dazu. Und wünsche euch viel Spaß mit dem restlichen Video. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge unserer Kurkarriere zusammen mit Tom X. Hallo. In der letzten Folge hat Tom, glaube ich, gewonnen. Ja. Wir sind Sechster geworden, kann man mitleben. Vor allem als etwas schlechteres Team. Was mich aber ein bisschen verteidigen muss, Bahrain ist ja einmal in Glücksstrecken. Und Spanien, wenn ich ehrlich bin, ich hasse Spanien, also ja, da hast du wahrscheinlich bessere Chancen als ich. Ja, ich bin in Spanien absolut scheiße. Oh, ich auch. So, wir haben sogar die Position gegen Aston Martin verloren. Eieiei, es kann was werden. Ja, ich kann nicht mal was upgraden. Egal, weiter geht's. Auch nicht. Kommt das Upgrade an? Jawohl. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. So, beide Teile sind angekommen. Bei mir ist nur eins angekommen, aber ich konnte auch nur eins produzieren. Alter, Aston Martin, what the fuck? Die haben Alpha Tauri überholt noch. Das habe ich hier noch was für die Aerodynamik, wo ich auf jeden Fall ausschließen muss auf Red Bull. Also vielleicht schon, ja, das ist halt so gut wie gar nichts in dem F&E, aber das war schon auf der Strecke bemerkbar, ne? Ja, ich kann absolut nichts upgraden, Mann. Falls ich aber nicht wundere, warum ich so viel upgraden kann, das liegt daran, dass Mercedes in der Koop-Karriere mehr Ressourcenpunkte generiert, da die halt eine bessere Abteilung haben. So, auf geht's nach Spanien. Wir haben ja Blitz Qualifying. Die Trainings machen wir mit Simulation wieder, wie immer. Jo. Schneidest du das Training rein? Ja, weil ich finde ja Training alles schön und gut, aber eine halbe Stunde Training fahren müsste man jetzt auch nicht, also. Nee, fahren auch nicht. Ich habe das Training eigentlich komplett raus, aber wenn ich so Fails habe wie das letzte Mal, wo das Upgrade fünfmal hintereinander fehlschlägt, bei einer Wahrscheinlichkeit von 75%, sowas schneide ich halt dann doch rein. Das heißt, man das Training gar nicht ausstellen kann. Was ist mit Training? Soll uns so viel, ja, wenn man das Training ausschalten könnte, soll uns so viel Zeit sparen. Ja, die Ressourcen. Genau, die Ressourcenpunkte finde ich schon ganz wichtig, die man da bekommt. Du grade, das wolltest du gerade Rassist sagen? Nein, ich habe keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Ui, 13% Regenwahrscheinlichkeit im Rennen. Wird bestimmt regnen. Zum schnellen Training. Ja, in Spanien ist es ja auch relativ besonders. Würde ich fast schon sagen, weil ich habe Spanien nie ein Regenrennen gefahren, wenn ich ehrlich bin. Ich auch noch nicht, glaube ich. Nee, bin ich in der Formel 2 Karriere. Alter, heute läuft es, ist noch nichts fehlgeschlagen. Alter, was ist heute los? Hallo? Übrigens, du hast ja gewundert, warum bei mir alles richtig so gut läuft, ja? Mhm. Es liegt daran, dass die Abteilung, wenn du höhere Abteilungen hast, da bekommst du auch, sage ich mal, eine höhere, also keine höhere Erfolgschance, aber man merkt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt alle Ressourcenpunkte innerhalb einer Session gemacht. Ich habe, bei mir ist absolut nichts fehlgeschlagen. What the fuck? Ja, letzte Mal ist ja gefühlt alles fehlgeschlagen. Ja, ja. Mal schauen, ob es in Training 2 auch so ist. Ich muss so aufpassen. Letztes Mal war es ja jetzt eine Last-to-First-Challenge, ne? Ich sehe es so kommen, dass ich dieselben Fehler wie in der Formel 2 mache. Die hat man ja in der letzten Folge gesehen, da habe ich ja reingeschnitten. Da habe ich zweimal an derselben Stelle mich gedreht. Aber die Formel 2-Karriere ist bei mir so übelst verbuggt. Ich fahre auf Pole, starte von 10 und lauter solche Sachen. Ich schalte im Qualifying aus und starte von der 1. Also, wenn ich dann in der Formel 1 bin, starte ich da eine neue Ding, dass diese Bugs nicht da sind. Hoffe ich. Also ich würde empfehlen, halt alles außer vielleicht, Strapazierfähigkeit zu machen. Okay, jetzt bei mir gerade sind auch gerade 2% Kramer fehlgeschlagen. Bei mir ist noch gar nichts fehlgeschlagen heute. Yo, holy shit. Was ist denn heute los? Schlägt nichts fehl. Ich hol mir alles außer die Strapazierfähigkeit, weil ich finde, ich brauche zuerst die anderen Sachen. Also Chassis hasst mich heute komplett.
Nee, bei mir ist Chassis hasst mich. Also, Chassis, also bei mir kommt alles an, ja, und Chassis nicht. Bei mir. Ach, Chassis auch wieder beim dritten Mal. Ah. Alter, ich weiß, bei dir kommt alles an, ich weiß. What the fuck ist heute los? Komplett vertauschte Rollen im Vergleich zum letzten Rennen. Ich habe actually nur noch zwei Sachen zu machen jetzt, ne? Oh, es ist mal was fehlgeschlagen, 70% Upgrade. Ja, bei mir auch schon öfters. Ja, es ist ein, das also, erste, was bei mir, aber bei, also als Ressourcenpunkte gehen wir super durch. Ey, jetzt kommt hier Chassis, Digga, die hassen mich. Nee, ich bin durch. So gut. Ich auch gleich, Moment. So, Handschuhe jetzt ausziehen, so. Gleich. Dann geht's los. Ich bin so lange nicht mehr gefahren. Dann hier Schraube als Tierfähigkeit. Oh, alle auch dort. Trotz vier fehlgeschlagen. Nee. Das waren sechs fehlgeschlagene. Ja, moin. Also. Hat schon Glück, muss man sagen. Oh, ich habe mehr Ressourcenpunkte gemacht als Alonso. GP2 Engine, GP2. Am Arbeitsplatz. Nichts Neues. So, Training ist dann abgeschlossen. Los geht's ins Qualifying. Das wollte ich nicht skippen. So, mal schauen. Ja, ich habe ein Spanien-Setup. Bist du ready? Ja, bin ich. Nein, ich habe die Handschuhe noch nicht an. Scheiße. Ja, muss ich ohne Handschuhe fahren. Oh Gott, das fühlt sich so falsch an. Gott, fühlt sich das falsch an gerade. Nein, shit. Das war absolut schlecht. Ja, du bist jetzt erst schon über die Linie. Holy fuck. Eins. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Power, so viel kann ich dir sagen. Ich bin aus der letzten, Alter, P16 oder sowas habe ich noch. Scheiße, Mann, ich bin auch so kacke gefahren, ne? Ich bin so kacke gefahren. Yo, Alonso ist 11. Bottas, Alter. 2000stel vor Perez. Holy fuck. Und 26.000stel vor Verstappen. Alter, die Red Bull gehen hier ab. Wo ist denn Hamilton? Ja, komm, müssen wir mal, wo ich bin. Wo ist denn Hamilton? Hamilton existiert nicht, weil ich ihn ersetzt habe. Ach ja. Ja klar, wir fahren zum Mittwoch. Wir fahren Hamilton, Bottas und. Oh scheiße, ich war 2 Sekunden langsamer und 1 Sekunde langsamer als mein Teammate. Ich aber auch fuck. Mega langsam.
Wie soll ich denn hier Punkte holen? Ja, also bei mir, ich erwarte mir Platz 5 in dem Rennen. Ich erwarte Obwohl im gerade Rennen bin nicht. ich immer ein bisschen stärker wie im Quali, weil im Rennen hast du Wie halt. soll ich denn von P16 gewinnen, Mann? Gewinnen, in die Punkte kommen. Musst du jetzt wissen. Ja. Wäre mir nicht aufgefallen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. So, F&E, kann ich da noch was machen? Ja, kann ich. So, auf geht's ins Rennen. Mal Bei schauen, mir ob wir da kosten was halt die mitnehmen. Upgrades 2000 mittlerweile. Ich muss immer bis zum Rennwochenende warten. Ja, Dann aber. bekomme ich so um 3500 und dann kann ich mir immer noch mit der nächsten dann eine 2000 Upgrade holen. Aber das bringt halt nicht viel, weil die Upgrades kosten bei mir zwar mehr, aber die bringen genauso viel wie bei dir circa. Das heißt, ich habe sogar einen Nachteil. Ich generiere zwar schneller, aber muss auch mehr ausgeben. Schön, Sie auf dem Circuit Ich gucke mir das gebracht nicht immer an. Ich haben. sage, quit, Schön, du wieder überspringst zurück bitte jetzt sind, auch wo wir direkt. gemeinsam einen spannenden Ich finde das fürs Renntag Video cool. einläuten und erleben wollen, wer den Sieg beim Grand Prix von Spanien holt. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine Strecke, die die Fahrer von den Tests im Winter bestens kennen. Spannung und Überholmöglichkeiten Ich versprechen wollte vor mich allen verarschen. Dingen die lange Die geben mir hier Gerade vier und Stints vor, die ne? S-Zone vor Ne, drei Kurve. Stopp. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir Ja, in der und Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, ich was würde du eine meinst, Runde auf wann den Soft beginnt fahren am das Ende. Gerangel bei Ah Kurve ja. 1 zu Ergibt mega überspringen. viel Ein Sinn, paar Junge. Dinge, die Also man ich mache gerne sicherlich zwei Stop, weil auf Spanien ist immer Konzentration, generell ein bisschen empfindlich, die Aufmerksamkeit Reifen. und Disziplin. Oder du machst halt Hinten einen muss Stop man mit Harz, genügend eins von beiden. Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Egal, Nur aber weil man ich sehe ein auch so aus, Mittel ne? sieht, Soft, muss Medium, man Hard, Digga, unbedingt klar. einfahren. Das klingt nach einer Silverstone-Strategie. Sehen wir uns So, kurz die Startaufstellung. Startaufstellung für Vielleicht das gewinne ich noch ein folgende paar Rennen, bevor Positionen. es losgeht. Soll ich Starter startet vielleicht von der gleich auf Pole. Wets am Anfang gehen? Vorsteher Wie wär's Schumann ist damit? der auf Ja, P2. natürlich. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt: Verstappen, Leclerc, Lando Norris und Sainz, Ricardo, De Vries, Gasly und Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Stroll, Yuki Tsunoda und Raikkonen, Ja, Giovinazzi, schade, ich der gewinne keine Glückspilz, Position. George Russell und Mick Schumacher, Latifi und Nikita Mazepin. So, Rennstrategie. Medium Hard ist, denke ich, das Sinnvollste, was ich machen kann, von meiner Position aus. Sprit kann man weniger mitnehmen. Und dann geht's los. Und los geht's. Die 5 roten Ampeln sind aus. Start war okay. Alter, Direkt. super Start! Super Start! Oh mein Gott! Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor Oh erkennen. Gott, ich Sei habe dir jetzt schon bewusst, einen dass wir ab Motorfunkspruch sofort einen bekommen. Leistungsverlust bemerken werden. Ja, aber ich auch. Alter, Sainz dive komplett rein. Jo, ich bin jetzt schon auf die 13 vor, das kann. Okay, never mind. Auf die. Oh, Vettel. Nein, Stroll ist das. Ja, mein Start war okay. Ich bin auf. Sainz, lass mir doch bitte Platz. Dankeschön. Wow! Mich einfach das ganze Feld aufhalte hinter mir. Scheiße, Mann. Ich habe gar keinen Anschluss zu Alonso. Diese Late Breaks mit dem Mercedes sind halt so OP, Junge, gegen den McLaren. Oh, Perez ist aber ganz schön langsam, muss ich sagen, ne? Ich bin zwar auf die 13 vorgekommen, aber ich habe absolut keinen Anschluss nach vorne.
Ich muss nach dem Rennen schon meinen Motor wechseln, Digga. Ja, same. Das ist bei 60%. Uah. Ja, GG's. Eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie? Ich hasse Spanien. Bist du raus? Nee, Frontflügel ist ab. Ist angekommen, bestätige. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Das war so klar, Mann. Es soll doch ein bisschen auf Strava-Fähigkeit gehen, eventuell. Du hast ja die Ressourcenpunkte dafür. Wenn ich auf Strapazierfähigkeit bin, kann ich mich irgendwann mit dem Haas duellieren. So, auf geht's in die Box nach diesem dummen Fehler. Ja. Bin wahrscheinlich jetzt gleich schon überrundet, wenn ich aus der Box komme. Nee, gar nicht. Also probier nicht. Wir sind gerade mal, wir sind nicht mal Sektor 2 durch. Wir sind jetzt in dieser alten Kurve, wo du weggespinnt hast. So, jetzt kann ich gehen. Ich hab den Spoiler gemacht. Hast du dich da auch gespinnt? Noch einen Boxenstopp. Ja. Oh, das gibt's nicht. Titel ist gesichert. Wir hassen Spanien oder sowas. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen... Steift den Stroll so rein. Ja, Stroll hat mich auch schon gedreht in Kurve 4. Aber ich glaube, das war mein Fehler, weil ich dazu gezogen habe. Das weiß ich nicht. Oh, der hat nicht mal Platz und reserviert sich die ganze Strecke, Junge. Stroll ist Paris 2020, sagst du? Ja, Digga, ich geh jetzt in die Box, Digga. Die Softs sind rutschiger als die Mediums. Oh Gott, wo fahr ich denn lang? Jo, viel Spaß noch. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Scheiße, Mann. Das ist so dumm. Oh, wenigstens ein Safety Car. Schon, ob irgendjemand reingeht unterm Safety Car. Denk mal nicht. Und eine 4 wäre ganz schön früh. Ich hab's ja bloß gemacht, weil meine Reifen zu rutschig waren. Naja, du könntest jetzt auf Softs gehen und dann im Rennen später nochmal auf Mediums. Ja, Bottas kommt rein. Verstappen auch. Perez auch. Leclerc auch. Norris auch. Ricciardo auch. Sainz auch. Vettel auch. Es gehen alle rein. Nein, Tsunoda bleibt draußen, Alonso bleibt draußen, Stroll. Ja, vielleicht sind die auf Mediums gestartet. Ja, die meisten sind auf Mediums gestartet. Ja, ich überhole auch keinen, ne? Tsunoda führt gerade das Rennen an vor Alonso. Ey, diese scheiß Delta, ne? Wofür ist diese scheiß Delta da? Wer ist letzter? Perez. Also ich bin letzter, ja, aber Perez ist vor mir. Tsunoda führt einfach das Rennen gerade an vor Alonso und Stroll. Raikön, Giovinazzi, Russell, Latifi, Leclerc, Schumacher, Mazepin, Norris, Verstappen. Verstappen hat Bottas in der Box bekommen. Also Verstappen ist bereinigt aktuell der Race-Leader, ne? Nee, stimmt nicht, Norris. Norris ist aktuell Race-Leader. Bereinigt, wenn alle ihre Boxenstops erledigt haben.
die Reifen fühlen schon viel. Mediums wären die bessere Wahl gewesen, weil Mediums, die sind, die fühlen sich komplett clean an, Alter. Da schmerzt du kein bisschen. Alter Junge, Perez. Was denn? Ja, war ganz, Digga, ich wäre fast hinten drauf gefahren. Guck mal hier, Perez, das struggelt richtig. Der fährt entspannt im zweiten Gang. Ah ja, Perez, du weißt noch letzte, Quark-Karriere, ne? Ja, 2020. Wie als wenn ich dich diesmal raushaue. Wirst du nicht feiern, ne? Ja, struggelst du schon. Ich bin diesmal hinter dir, nicht ich, nicht du vor mir. Nee, ich bin diesmal hinter dir, nicht du hinter mir. Safety Car kommt diese Runde rein. Ich glaube, ich halt actually Perez auf, ne, schön irgendwie raushauen, weil das hat er einfach verdient nach dem letzten Game. Nein, machst du nicht. Ich mag Perez zwar in Real Life, aber im Game kann ich dir halt null leiden. Dizzy weiß warum. Hm. Und alle die bei Disney die Quark, die Mini-Season 2020, F1 2020 erfolgt haben, wissen auch warum. Der Dude hat mich nämlich zweimal rausgehauen in zwei Rennen. Einmal Österreich, einmal USA. So nebenbei mal erwähnt, mein erstes Video geht darauf zu, die 1000 Aufrufe zu knacken. Es hat aktuell 982 Aufrufe. Also danke an der Stelle nochmal. Ach, scheiße, was war das für ein Restart, Digga? Boah, ich schau aus Strolls Sicht, da kann man schön sehen, wie Alonso zu Null jagt. Boah, stell dir mal vor, Alonso gewinnt sein Heimrennen. Okay, Stroll kann absolut nicht mithalten mit Alonso. Stroll hält die alle auf hinter sich, ne? Okay, nice, sind die beiden Haas, ja. Hältst du Sicherheitsabstand zu Perez? Ich habe den Restart verkackt. Achso. Ja, Tsunoda und Alonso ziehen vorne weg, Alter. Naja, gut, Sicherheitsabstand auch, wegen, wie gesagt, wegen diesen 2020. Aber guck mal, guck dir. McLaren auf 17, Red Bull auf 18 und Mercedes auf 19. Schumacher ist 9. Mazepin 12. Ja, nur offen wir das auf 19, ne? Also, das ist Rennen geworden. So, mal schauen, ob es für Alonso reicht. Aber Herr, ich glaube nicht. Ne, das ist die Karte, verkacke ich schon mal. Alter, Stroll hat jetzt schon 2 Sekunden auf Alonso verloren, ne? Tsunoda fährt einfach vorne weg mit Alonso. Ich würde es Alonso gönnen, wenn er seinen Heimrennen Punkt holt. Wenigstens einer. Er holt in Bahrain keine Was Punkte. Was ist denn hier bleiben, dass mein Heimrennen stimmt. Und wir müssen halt nochmal in die Box. Ihr nicht wahrscheinlich, ich. Fuck. Okay, Schumacher ist raus aus den Punkten. Stappen hat ihn gerade geholt.
Oh, Double Overtake in einer Kurve. Oh ja, Alter. Gegen Ricardo und Perez. Ja, moin. Du hast Ricardo Ricardo. Also, es war fair. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin bei Alonso. Wie gesagt, die werden alle von Mazepin aufgehalten und dadurch habe ich die Chance, innen vorbeizuziehen. Und die sind ja auch nicht klug genug, um es vorbeizufahren. Na, Stroll ist es actually, der alle auffällt. Der hat 3 Sekunden Rückstand schon auf Alonso. Ja, Mazepin, der tut gerade eine Fettelfight, Digga. Verstehe ich auch, wenn ich die. Komm. Komm, Baby. Get him. Ohne DRS nur. Auf der zweiten DRS gerade, Mina, musst du dran sein für einen Angriff. Eine Sekunde. Ah nee, Achtung, jetzt Angriff. Ja, eigentlich schon am besten 0,6. Okay, dann sollte es für Alonso reichen, anzünden oder vorbeizugehen. Ja, KI ist immer was anderes. KI ist immer so speziell. Die fährt ja nie so gut auf DRS geraten. Alter, nicht ohne Mist, was macht denn Stroll? Der hat 4 Sekunden Rückstand in 2 Runden. Oh, Digga, jetzt Sainz gegen Schumacher, Digga, aber Schumacher verkackt natürlich. No front an Schumacher, aber er kann einfach nicht mithalten. Ich meine, er fährt ein fucking. Obwohl es nicht. Ist nicht bei Side by Side, aber. Ja, nee. Come on. Schumi wollte ich sagen. Alonso, reicht das? Der ist es auf? Nee, reicht nicht. Ist zu weit weg. Sondern macht echt einen guten Job. So, Startziel, das sollte jetzt reichen. Come on, Alonso. Stimmt, Alonso ist ja dein Teammate, ne? Ja. Deswegen schaue ich ihm zu. Alter, wir holen jetzt einfach schon 6 Sekunden hinter Alonso und Tsunoda. Ah, wieder nicht. Oh, Raikön und Giovinazzi beide an Stroll vorbei in einer Kurve, ne? Beide in Kurve 9 rein. Oh, das ist strong, das ist sehr strong. Oh mein Gott, Junge. Jetzt noch Latifi, jetzt noch Latifi in der Kurve. Jo. Alter! Late Break auf Verstappen von Russell aufgehalten. Ja. Come on, Alonso, jetzt aber. Alonso? Oh Mann, es reicht immer nicht. Es sind immer 3 Zehntel so. Also Stroll ist schon ziemlich langsam, kann man wirklich sagen. Ja. Alter, aber Leclerc ist auch heute irgendwie aggro, ne? Also. Er hat heute auch Mercedes zum Frühstück verschluckt. Sag mal, Leclerc, also. Ich weiß nicht, was du noch in der Karriere erreichen möchtest, aber so kommst du nicht weit. Full front. So, come on, Alonso. Na, schade. Das reicht echt nicht. 3 wide in Turn 1, 3 wide in Turn 1. Gasly holt sich Vettel. Oh, Tsunoda mit dem Quersteher. Come on, Alonso, jetzt soll's reichen. Das sollte jetzt reichen. Come on, come on, come on. Ah. Ist echt knapp. Oh Gott, du bist schon Vierter. Das gefällt mir gar nicht. Muss auch erstmal wieder an Alonso und so rankommen. Ja, der fightet mit Tsunoda gerade. Ja, es wird wieder nicht reichen. Nein, wieder nicht.
Ja, ich gehe Runde 20 schon mal auf Mediums und dann habe ich Haarstorch. Ich weiß nicht, Alonso muss halt auch noch rein, das finde ich das Blöde. Ansonsten wäre der zweite Platz so verdient für Alonso. Na, wer weiß, also hinter mir die Leute sind ganz schön langsam. Also ich meine, Alonso könnte es schaffen, aufs Podium zu fahren. Ja, wenn er nicht zur Not dann nicht mithalten kann. Oh, Digga, mein, Digga, 74%, Digga, fu, mein Motor. Fürs nächste Rennen baue ich mir komplett neue Komponenten ein, bei allem. Ich auch. Nach dem Training dann, glaube ich. In der schnellsten Rennrunde. Echt knapp. Oh, gelbe Flagge. Weiter hinten. Oh nein, McLaren. Oh, Gasly. Was hat denn Gasly gemacht? Ja, das ist Ricardo, glaube ich, oder? Nein, das wollte ich nicht. Ja, Ricardo rollt aus mit einem Motorschaden. Oh nein, der Arme. Oh, bitte Safety Car, bitte Safety Car. Das wäre so gut für Alonso. Der könnte dann reingehen für Harte. Ja, würde ich aber auch auf Harte gehen und es würde ihm wahrscheinlich... Wo ich weiß, ich bin Mercedes, na klar, aber... Oh, das wäre so geil, wenn es einen Safety Car gibt. Oh, schade, gibt's nicht. Das wäre so geil. Das muss so frustrierend sein, wenn du einfach hinter einem festhängst und einfach nicht vorbeikommst. So, come on, Alonso. Ja, ja. Gains, gains. Wieder nicht. Alpha Tauri ist sogar vor. Also ich weiß, Alpha Tauri ist das bessere Auto von den beiden. Ja, das weiß ich auch. Aber es ist so schade, dass er nicht vorbeikommt. Das Tom seiner Sicht kann mir jetzt gut zugucken. Oh, Tom! Ja. Das wird öfter bei mir. Nein, jetzt ist Alonso gerutscht. Nee, das wird für Alonso nicht reichen hier. Tsunoda kommt rein. Alonso hat's DRS, oder? Ja, hat er, gut. Ja, reicht trotzdem nicht. Kann er trotzdem nicht. Oder kann er? Doch, kann er. Wow! Okay, kann er nicht. Ah, der ist richtig weg. Also, das heißt. Doch, mein... kann er? Oh mein Gott, Alonso! Okay, nevermind. Ja, äußere Seite in der Kurve ist stark. Junge, Alonso! Alonso! Alter, Alonso fährt gerade das Rennen seines Lebens, holy shit. Der Weltmeister, Digga, ist... Macht's bemerkbar, Junge. Mega geiles Racing von ihm. Tomix, nix Track Limits? Ey, nee, der bin ich nicht. Ja, ich warte immer noch auf Antworten von Ralf und Dokinix. Von dir brauche ich bloß noch die Clips. Oder den Clip, besser gesagt. Weißt du, ja, okay, so schön. Bei so vielen Fails ist es schwer einzuwählen. Spaß. Nee, ich muss einfach einen neuen aufnehmen. Ich mache auch eine normale MyTeam-Karriere, da kriege ich safe irgendeinen. Eigentlich habe ich ja mit Metal habe ich jetzt eigentlich schon so viele Clips aufgenommen, da muss ich einfach noch einen rausfischen. Die waren alle nicht gut genug, ich finde. Da ist einfach auch, ja, in die Box, ne? Ja, und so kommt rein, ja.
So, mal schauen, Leclerc dahinter kriegt ihn, Verstappen kriegt ihn, Bottas kriegt ihn, Giovinazzi kriegt ihn wahrscheinlich. Nein, Giovinazzi geht auch rein, Norris wird ihn wahrscheinlich auch kriegen. So, guter Stopp von unseren Jungs. Naja, geht schneller. Kommt genau hinter die. Oh, gelbe Flagge weiter vorne. Was ist da los? Ja, das ist ja, Leclerc ausrollt mit einem Motorschaden. Wenn das jetzt einen Safety Car gibt. Aber es wird dafür Alonso zum Beispiel. Das, ja, ja, ich könnte, das wäre übelst. Ich würde nur selber in die Box fahren, ich könnte auch dort fahren mit den Mediums. Ja, es gibt kein Safety Car wahrscheinlich. Ne, aber es ist ja jetzt besser für Alonso zur Zeit. Ja, jetzt ist er 10. Immer einen Punkt holt er. Aktuell. Er ist direkt hinter Tsunoda wieder. Das ist bitter. Oh, Tsunoda wieder mit dem Quersteher. Das muss doch langsam. Ja, klar, ist Tsunoda vor ihm. Erstens alles bessere Auto, zweitens. Ja, er hätte es eigentlich. Wow. Das war gerade ganz schön. Boah, Leclerc war voll gut dabei, muss man sagen. Also, das, der tut mir schon ein bisschen leid. Auto leid. Aber was ist als nächste Rennen? Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendeine reifenfressende Strecke. Wir haben nur reifenfressende Strecken irgendwie. Monaco haben wir nicht gewählt, ne? Monaco haben wir nicht gewählt, ne. Aserbaidschan, glaube ich. Ja, Aserbaidschan müsste als nächstes kommen. Das wäre vierte Runde, glaube ich. Ach, Digga! Aber wie hat Leclerc auch steht, Junge, dem müsste schon Safety Car geben. Also, no joke, der steht da richtig. Eins bei Ricardo, kein Skullcops, eins bei Link. Ja gut, aber Ricciardo hat sein hinter der Boxenwand abgestellt. Wo man es gleich reinkrachen konnte, Digga, da steht straight neben der Strecke. Da könnte man safe reinkrachen. Stroll ist mittlerweile übrigens letzter, ne? Wer? Stroll. Ah ja, ich sehe es. Kämpft mit Matze Spin. Digga, dass Stroll bei Kaye Red Bull bekommen hat, ne? Das ist ein wildes Ding. Die Reifen gehen sogar voll klar. Ich habe gerade mal 32% auf dem Reifen. Ich werde sogar ein bisschen später reingehen, weil safe die Jungs hinter mir, die früher reingehen, werden safe ein bisschen aufgehalten von. Müssen wir mal schauen, ob irgendjemand in die Box geht von den Jungs da vorne, dann könnte Alonso noch ein paar Positionen gut machen. Aber ich denke, wenn nichts mehr passiert, hat er auf jeden Fall einen Punkt. Schauen, ob der S1 reinkommt. Nee. Harris wird auch nicht reinkommen. Da geht keiner rein. Ach Gott, der verliert sogar noch das DRS auf Tsunoda. Oder ne, jetzt kommt er. Jetzt zieht er ran. Das reicht halt nicht. Ja, es wird selbe Podium wie letztes Rennen geben aktuell. Tomix Verstappen Bottas. War Verstappen letztes Rennen hinter mir? Nee, Perez war das. Verstappen ist doch ausgeschieden oder so. Der hatte auf jeden Fall eine Chance, richtig. Nee, Verstappen ist nicht ausgeschieden, der hat einfach gespinnt. Oder so. Das war einfach meine Quali-Runde, die du gerade gefahren bist, ne? Sag mir dann die Box. Ja, und Bottas auch. Vielleicht kriegen sie die beiden. Also wir müssen noch zwei Runden auf den Reifen fahren, sonst lohnt sich meine Strategie nicht. Müsste ja auch gehen, der Undercut bringt dir nicht viel, weil die müssten jetzt hinter Straw. Da gehen noch mehr rein. Gasly. Oh, da kommen richtig viele rein. 4 Stück sind drin. Jawohl. Am nächsten komm hinter zu Noda und Alonso. Nein, sie kommt davor raus, bitter. Ja, für mich zumindest, weil. Gut, warte mal, Norris. Ja, Norris holt mich zur Zeit ein. Norris wird jetzt an die Box gehen, das bedeutet. Ja, ich. Also, ich fühle mich noch gut auf den Reifen zur Zeit. Wie kommt Verstappen ran? Du hast die ältesten Reifen aktuell auf der Strecke.
Ja, dafür ist halt die KI für mich zu schlecht, sagen wir es so. Ja, 95 haben wir die doch eingestellt. Ja, ich war ja wegen 105. Ja, die Runde ist noch zu Ende fahren, muss ich. Sehen wir schon, ob Norris reinkommt. Wen könnte er kriegen? Ja, Norris kommt rein. Hoffentlich kriegt er den. Dann wäre das P7 für Alonso. Wo sein Sohn? Welchen Reifen ist Alonso? Harte hat er sich geholt. Also, der geht nicht mehr im Rennen. Da kriegt er die, jawohl. P5, nice one. Das wäre ein richtig starkes Ergebnis für Alonso. Nur noch fürs Team, wenn ich schon verkacke. Boah, Digga, Motor auf 79%, Junge. Das wär's, wenn du das nur mit Motorschaden ausscheidest. Glaube ich sogar. Aber es ist actually possible ein Podium für Alonso. Wenn er Tsunoda kriegt und dann Verstappen, Bottas oder dir irgendwas noch passiert, dann ist Alonso auf dem Podium. Das wär also ich würde nicht sagen, allen drei von uns soll das passieren. Maximal zwei, weil... Ich habe ja gesagt, solange einem was von euch passiert, hat das Podium, wenn er Tsunoda kriegt. Richtig strong, das wären 12 Punkte fürs Team. 3,7er Boxenstopp ist eigentlich nicht ideal. Also müsste vor Verstappen rauskommen. Ja, ich hatte 5 Sekunden, 6 Sekunden Vorsprung und in die Box gegangen bin, der hat jetzt 1 Sekunde sogar aufgeholt. Und er kommt sogar sehr gut ran, Digga. Ja, die sind jetzt erst statt Ziel, du bist locker erster. Ja, trotzdem kommen die gut ran. Das, was ich für Zeit vor dem Boxenstopp hatte. Das fühlt sich viel besser an, Digga. Du kommst so gut um die Kurven rum. Aber trotzdem 5 Sekunden, lol. Perez holt sich Giovinazzi. Oh, es sind beide Alphas in den Punkten, ne? Was? Ach, wir müssen noch mal boxen, ne? Nee. Giovinazzi hat 4 Runden alte Harte und Raikön hat 5 Runden alte Harte. Okay, krass. Die waren ja auf 5 und 6, auf 4 und 5 oder so nach dem Safety Car. So, komm mal, Alonso. Schade. Oh, oh, oh. Verstappen haut die Kampfansage raus. Oh ne, jetzt kommt Norris von hinten. Oh, gelb in Sektor 1, da steht Tomix. Und damit übernimmt Verstappen nicht die Führung, der ist innen. Verstappen übernimmt die Führung. Boah, von Bottas aus seiner Sicht ist das gerade sehr wild zu sehen. Oh, boah, jo! Da hat jemand sehr wenig Platz gelassen. Ja, das ist, verteidigen. Also, Pauli ist verteidigen. Ich meine, soll ich jetzt einfach vorbeiziehen lassen in, den Kor- in der Kurve? Ich hab doch nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, das deutlich bessere Auto. Platz. Also, was heißt deutlich bessere? Du hast es deutlich bessere. Ja, aber halt, man merkt, also bei F und E merkt man halt gar nicht, weil das ist halt einfach nur Millimeter gefühlt. Nicht mal der Millimeter. Ja, schon ist so klein, dass du mir auf dem Lineal abmessen könntest. Ja, wenn wir einer pushen, ja, und auf die Hotlap gehen, weil Verstappen gerade eine
gute Runde rausgehaut hat, ja. Und dann spinnt man sich weg auf dem inneren Kirk, in Turn 2. Nee, es wird nicht möglich sein, den McLaren zu verteidigen. Oh. Herres, oha. Ich war gerade richtig, Junge. Er sagt, geh weg. Sonst muss ich den Frontflügel kaputt fahren. Ich will kurz meiner Lehrerin antworten. Mal gucken, was passiert ist. Perez mit der schnellsten Rennrunde. Norris ist schon vorbei. Oh Gott, Alonso kommt gar nicht mit. Hoffentlich wird er immerhin Sechster. Dann hätte er genau wie ich 8 Punkte. Alter, Tsunoda ist echt stark unterwegs, ne? Was ist Perez seine beste Runde? Ach ja, okay, hab ich so. Okay, das ist gar nicht weit weg. Ich bin gerade mal 8 Tage. Ja, 19.1 ist die schnellste von Verstappen aktuell. Ja, hab ich gerade gesehen, ja. Ich wollte es eigentlich über Perez wissen, aber Perez hat ja. Wenn Norris. Mann, das ist echt bitter mit Norris jetzt. Weil er hat Alonso so viel Zeit gekostet gegen Tsunoda. Oh, Alter, Tsunoda. Wow, da hat's gekracht. Ist was passiert? Nein. Ah, oh, Tsunoda gegen Norris in Kurve 4 rein, Tsunoda innen. Oh, Norris außen. Da hat Tsunoda keine Chance. Tsunoda ist voll krass geworden, ne? Also im Game jetzt, sag ich mal. Ja. Ich weiß nicht, es gab ja wieder so ein Patch, mit wo die Leistung von den Fahrern nochmal angepasst wurde. Ich weiß nicht, ob der auf die Karriere auch schon. Ja, merkt man ja bei Kai zum Beispiel, dass es geklappt hat. Ja, aber das ist eine Singleplayer, keine Multiplayer-Karriere, deswegen. Ja, es ist ja trotzdem auch alle Karriere übertragen. Okay. Karriere ist ja Karriere. Schauen, ob es gegen Tsunoda diesmal endlich reicht. Nein. Wie stark ist denn dieser Honda-Motor? Dass der auf der Geraden nicht vorbeikommt. Alpha Tauri ist ja vor Alpinen da. F und E. Ja, wir sind. Ja, sind noch viel mehr Teams. Wir haben Haas, Williams und Alfa Romeo nur hinter uns. Tsunoda rutscht aber eine Menge rum. Es reicht halt immer. Jawohl, jetzt kann es reichen. Okay, nee, es reicht nicht. Es ist so nah dran, es reicht nicht. Mann, es muss so frustrierend sein. So, jetzt Alonso. Doch nicht. Es wird wieder nicht. Aber mittlerweile sind Perez und Sainz auch schon wieder an denen dran. Und oh nee, Mann. Die wird nur so durchgereicht, wenn es schief geht. Wir sind halt echt nicht mehr viele Runden. Bei maximal ist, aber mit dem Motor kriegst du nichts mehr raus, so ausgefühlt. So, Alonso, neue Chance, neues Glück.
safe nichts. Oh, ist mein Motor? Auf 82%. Okay, jetzt geht's zur Zeit mit dem Motor. Ich warte nur darauf, dass irgendwo die Kappa-Flagge auftaucht. Digga, Bottas. Digga, Bottas, ich führe im Championship, jetzt verpiss dich. Du bist der zweite Fahrer hier. Du glaubst doch nicht, dass Mercedes noch Team Order hat, dass Mercedes Team Order einsetzt, wenn Hamilton nicht mehr da ist. Komm, Alonso, du bist so viel schneller, das muss doch mal klappen jetzt. Oh nee, jetzt verliert er eine Position gegen Perez. Kommt der denn auf einmal her? Und Sainz ist auch direkt hinten dran, ja. Scheiße. Digga, Bottas klebt mir gerade am Oschi, Alter. Oh, Verstappen ist da auch dran. Ja, ich weiß schon. Ja, Sainz wird sich Alonso holen. Oder? Nein, es reicht nicht. Oh, und Tsunoda fightet gegen Perez, ne? Tsunoda hat Perez verteidigt. Holy shit. Ja, wenn er Platz 7 verteidigen könnte, wäre das auch mega nice. Ja, das würde jetzt nicht verteidigen können. Perez außen kickt zu Not auch chancenlos. Aber Sainz hat auch keine Chance gegen Alonso. Die beiden Spanier. Das. Der gibt heute Gas. Ja, was habe ich gerade fast aus dem Rennen genommen, Alter? Der will die WM-Führung sich holen. Oh, der würde dann nicht mehr auch die WM-Führung bekommen, wäre es weiter. Ich habe nicht gesagt, dass er sie bekommt. Ich habe nur gesagt, dass er die will. Und jetzt guckt man, doch. Nee, ach, Verstappen nicht dein Ernst.
Oh, du hast einen Motorschaden, Tom. Nein. Es raucht aber ordentlich bei dir. Alter, Alonso, du hast Alonso die Position gegen Sainz gekostet, weil Alonso überhaupt nichts mehr gesehen hat wegen deinem Motor. Holy shit, Mann. Oh, Tom! Ja. Bist du noch drin? Alter, ja. Wie bist du nicht DNF'd? Also immerhin läuft es nicht bloß bei mir kacke dieses Rennen. Sainz gegen Tsunoda, kann Alonso das auch ausnutzen? Alonso gegen Tsunoda endlich! Oh, bitte, bitte krieg ihn, bitte krieg ihn, bitte krieg ihn, bitte krieg ihn! Jawohl, Alonso! Oh, Alonso, was ein Move! Was ein Move gegen Tsunoda! Come on, den kriegst du über die Linie in den Sechsten. Ja, das ist ja jetzt erst die letzte Runde. Ach, Alonso, du Depp. Warum hast du den denn da überholt? Ich dachte, wir sind schon in der letzten Runde. Okay, er bleibt nicht vorne. Oder doch? Nein, falsche Richtung. Wo ist Alonso? Da. Jawohl. Come on, Alonso. P6 für dich. Hol diesen sechsten Platz. Do it for the team. Nein. Alter, Jungs, lass dich im Leben. Oh, Alonso muss noch wieder, let's go. Oh, Tsunoda ist innen. Oh, Tsunoda, holy shit. Bottas gewinnt. So, komm, Alonso, den holst du dir jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Tsunoda muss chargen. Alonso, geh doch nicht außen hin. Och, Alonso, nein. Du hast sowas von den sechsten Platz gerade weggeschmissen. Ist dir das bewusst, Alonso? Ist dir das bewusst, Alonso, dass du gerade den sechsten Platz weggeschmissen hast? Oh, Alonso, wie kann man so dumm sein? Ey, diese Kugel ist gefallen, Digga. Alonso, nein. Oh Mann, Alonso hat so ein gutes Heimrennen gemacht und dann schmeißt er den sechsten Platz so dumm weg. Sie? Ja, ich sehe deinen Qualm nicht. Hörst du mich? Hallo? Tom? Hallo? Ja, jetzt. Ach, ich war muted, hoch. Ich sehe dich nicht qualmen, ich sehe das Auto von vorne. Ja, dann geht auch die Rücktaste. Ah, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Jetzt nicht mehr. Jetzt qualmst du nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist der Motor ausgegangen. Mazepin ist vor dir ins Ziel gekommen. Alter, hast du das Auto selber da abgestellt? Ja, ich bin ins Ziel gekommen. Ja schon, aber direkt hinter der Linie ist Auto abgestellt. So nur der Fahrer des Tages, ja, hat er sich verdient. Hat geil gefightet gegen Alonso.
wie du da einfach stehst. Das Mercedes-Team hat heute eine bei mir ist weitergefahren. Du gezeigt. Nee, bei mir ist der direkt nach der Linie stehen geblieben. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Boah, Junge, bitte, Alter. Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Ja, so bekommen natürlich Borussia. Ich habe halt zusammengeschoben hat. Hauptsächlich verloren, weil Verstappen einen gelben Frontflügel gemacht hat und dann war Schwung Norris nochmal rausgehauen. Zum Siegertreppchen. Norris hat das Podium geschafft, aber heilige Scheiße. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ich habe kurz, dass ich knapp im Moment. Was ist das nächste Rennen? Mach ich kurz gucken davor. Ich glaube Aserbaidschan. Ach ja, stimmt. Bis gleich. Bis gleich. So ein Blick auf die Rangliste verrät uns, dass Alonso den 7. Platz eingefahren hat, Bottas die WM-Führung übernimmt vor Verstappen und Perez Tomix rutscht auf den 4. Platz ab. Ich bin auf dem 8. abgerutscht und Alonso ist auf den 10. hochgerutscht mit seinen 6 Punkten. Konstrukteur sieht es aus, dass wir 6. sind, punktgleich mit Ferrari. Ja, und Alfa Tauri halt dann davor. Das war es dann aber auch schon vom zweiten Rennen. Ich habe verkackt, Tomix hat verkackt, unsere Teammates haben nicht verkackt. Oh, wir haben noch ein paar Fragen. Ihr Tag gewesen zu sein. Ach echt? Nee, hätte ich gar nicht gemerkt, dass heute nicht mein Tag war. Glauben Sie, Ihr Teamkollege hat es genossen, die Fans seiner Heimat hinter sich zu haben? Definitiv. Ihr Teamkollege scheint dieses Jahr Schwierigkeiten zu haben, an der Konkurrenz vorbeizukommen. Ja, die Konkurrenz ist ziemlich stark. Klasse. Wir müssen das noch einiges tun am Motto, damit wir konkurrenzfähig sind. Ich meine, als viel schlechtestes Auto kannst du nicht viel erwarten, aber das hätte schon ein bisschen besser laufen können von Alonso, für Alonso, wie auch immer. Aber gut. Irgendwie da. Jo. Wieso, tja, trotzdem danke, ey, du mich auch, Alter. Kannst du wissen, dass ich ein paar Antworten gemacht habe. Endlich erreicht. Stufe? Ja, Stufe 6, ganz am Ende. Ah, jetzt mal. Ja. Mit mir kannst du nicht vergleichen, habe ich schon Rennsieg geholt. Darum hast du. Ja, Aserbaidschan steht an. So, und da geht's dann noch das nächste weiter. Bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit und bis dahin tschüss. Ciao.